Die Synthese von Ethylformiat. Achtung! Ameisensäure kann schwere Verätzungen von Augen, Haut und Atemwegen verursachen und ist giftig bei Einatmen. Schwefelsäure kann schwere Verätzungen von Augen und Haut verursachen. Ethanol ist entzündlich. Ethylformiat ist entzündlich und gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. Ich übernehme keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die bei der Nachahmung dieses Versuches entstehen können. Die Apparatur wurde mit einem Heizrührer und einem Wasserbad erhitzt. Darüber befand sich ein Dreiheizkolben mit Rührfisch und Thermometer. Auf dem Kolben befand sich eine Destillationsbrücke, auf der ein Tropftrichter mit Druckausgleich platziert wurde. In den Dreiheizkolben wurden zuerst 160 ml 70%ige Ameisensäure gegeben, zu denen bereits 3 Tropfen konzentrierte Schwefelsäure dazugegeben wurden. In den Tropftrichter wurden 178 ml Ethanol gegeben. Nachdem die Temperatur des Gemisches über 60 Grad Celsius gestiegen war, wurde Ethanol dazu getropft, während weiter erhitzt wurde. Da der Kolben voller wurde und auch Isolieren der Destillationsbrücke nicht half, wurde erhitzt, bis das Gemisch begann zu sieden. Dies passierte erst bei 75 Grad Celsius, obwohl das Produkt bereits bei 54 Grad Celsius siedet. Danach wurde etwas abdestilliert, das durch ein fehlendes zweites Thermometer nicht am Siedepunkt charakterisiert werden konnte. Die Tropfgeschwindigkeit des Ethanols wurde dann an die Geschwindigkeit der Destillation angepasst. Die Temperatur blieb fast durchgehend bei 75 Grad Celsius und stieg zum Ende hin auf 76 Grad an. Da die Destillation noch länger dauern würde und der Siedepunkt des Produkts nicht bestimmt werden konnte, wurde zwischendurch der Brechungsindex bestimmt. Dieser lag zwischen 1,361 und 1,362, was nahe an dem Literaturwert von Ethylformiat lag. Bei der Reaktion handelt es sich um eine Fischer-Veresterung, in der eine Carbonsäure und ein Alkohol unter Säurekatalyse einen Ester bilden. Dabei handelt es sich um eine Gleichgewichtsreaktion, die hier durch Abdestillieren des Esters auf die rechte Seite verschoben wird. Nachdem die Zugabe beendet war, wurde noch weiter erhitzt, bis die Destillation bei konstanter Temperatur des Wasserbades zum Stillstand kam. Danach wurde der Kolben aus dem Wasserbad genommen. Es wurden 178 ml Rohprodukt erhalten mit einem Geruch, der sich stark von dem vergälten Ethanol oder der Ameisensäure unterschied. Für die Aufreinigung wurde es zuerst auf ca. 0 Grad Celsius im Gefrierfach heruntergekühlt. Dann wurde es in einen Scheidetrichter überführt. Da diese meist mit offenem Hahn gelagert werden, muss immer zuerst darauf geachtet werden, dass dieser auch verschlossen ist. Es wurde zuerst einmal mit 25 ml destilliertem Wasser gewaschen, dann mit 25 ml Natriumcarbonatlösung und zum Schluss wieder mit destilliertem Wasser. Zu sehen ist nur das Waschen mit Natriumcarbonatlösung, welche mögliche Spuren an Säure entfernen soll. Da jedoch kein CO2 entstanden ist, war die Menge an Säure offensichtlich vernachlässigbar. Gerade am Anfang muss beim Ausschütteln oft entlüftet werden. Es wird jedes Mal gewartet, bis sich die wässrige und die organische Phase getrennt haben und dann die wässrige Phase abgetrennt.
Nach dem Waschen wird die organische Faser in einen Erlenmeyer-Kolben gegeben. Dann wird eine größere Menge an Calciumchlorid dazugegeben. Dieses dient nicht nur zum Trocknen des Produkts, sondern entfernt auch Spuren von Ethanol. Schon bei der Zugabe des Calciumchlorids zeigt sich direkt, dass das Lösemittel getrocknet und dadurch klarer wird. Es wurde einmal kräftig geschwenkt und dann für eine Stunde stehen gelassen. Der Kolben wurde mit Folie verschlossen, da kein passender Stopfen vorhanden war. Da das Calciumchlorid grobkörnig war, konnte es abdekantiert werden, ansonsten müsste es abfiltriert werden. Danach wurde das Produkt noch ein letztes Mal destilliert. Hierbei konnte zusätzlich zum Brechungsindex noch einmal der Siedepunkt bestimmt werden. Dieser lag bei exakt 54 Grad Celsius, was genau dem Siedepunkt von Ethylformiat entspricht. Es wurden 168 Milliliter Ethylformiat erhalten, was einer Ausbeute von 73% entspricht. Der Brechungsindex hat sich durch die Aufreinigung kaum verbessert, lag jedoch bereits sehr nahe an dem Literaturwert. Zusätzlich hatte der Rückstand von ca. 1 Milliliter im Destillationskolben einen sehr starken, unangenehmen Geruch, der an das Vergällungsmittel des Ethanols erinnert hat. Das war die Synthese von Ethylformiat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare und Bewertungen sind gerne gesehen. Wenn ihr mehr über die Bestimmung des Brechungsindex sehen wollt, schaut euch mein Video dazu hier an. Ansonsten könnt ihr hier mein letztes Video sehen. Ein Dank an meine Unterstützer auf Patreon.